Ja, hey du, oder besser gesagt, hey ihr, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von... Ja, ihr wisst schon, Odyssey im Auftrag des Königs in der Release-Version 2.6.1. Ich glaube, da brauche ich gar nicht weiter zu sagen, ihr kennt das ja auch. Und wir wollen mal Dandolo mal ein bisschen mitnehmen und mal gucken, was es hier noch so in der Nähe gibt. Auf geht es! Ja, wir gehen am besten mal Richtung Schattenläuferchen. Gucken, folgt er mir noch? Er folgt mir noch, wunderbar. Hier ist ein Zaun. Dritte habe ich noch nicht gefunden, wo die abgeblieben ist, das weiß keine Sau. So, alles klarico, alles klarico. So, bis hierhin bin ich ja damals gekommen und dann werden wir mal auch mal gleich weiterspeichern. Denn hier gibt es irgendwie einen Schattenläufer, Dandolo, weißt du das? Irgendwo muss so ein Schattenläufer sein. Aber zuerst kommen noch, dürften noch zwei Wölfinger kommen. Da sind sie schon. Hast du das? Tolle Nummer. So, da oben ist noch einer. Okay, Dandolo ist auf defensiv eingestellt. Okay, geholfen. Und da oben ist er allein, dieser Schattenläufer. Ich weiß nicht, ob ich den kriege oder ob wir den kriegen, Dandolo. Wollen wir den mal machen? Weiß es jetzt nicht. Ist ein rostiges Schwert. Gibt's noch mehr? Schmaler Lederbeutel. Da schläft ne. Schau mal, da schläft ne. Oh oh. Der macht ja nichts, der Dandolo. Wieso macht er nichts? Ja, der Schattenläufer ist nur sauer. Na also, läuft doch. Ich war der Köder, Dandolo hat von hinten voll drauf gehauen. Das finde ich gut. Jawohl, da gibt es auch ordentlich was zu zangeln und herauszuholen. Supi, klasse. Wollen wir uns mal ein bisschen erfrischen mit einem frischen Trunk. Ja, das sollte erstmal reichen. Dann wollen wir mal hier die Höhle erkundigen. Da sollte es noch was geben. Schauen wir mal. Was gibt's denn hier Leckeres? Elixier der Heilung und ein Beutel. Ah ja. Schwertchen. Noch was? Erstmal hier quer rüber gehen. Großer Lederbeutel. Ah, da habe ich ja richtig was zu. Ah, da kann ich ja richtig hier Geld absacken. Noch ein Lederbeutel. Das ist doch ein mittlerer Lederbeutel. Das ist doch schön. Na, das werde ich offscreen dann mal entleeren, die Lederbeutelchen. Ja, ich habe mal offscreen eben mal die Lederbeutelchen entleert und habe doch so einiges bekommen. Also ich bin jetzt bei 6.324 Goldstücken. Und ja, werde dann glaube ich auch mal hier die ganzen, das ganze Gezücht mit Dandolo mal fertig machen. No? Weil das ist ja eigentlich relativ unspektakulär und dann versuchen wir mal uns irgendwie Richtung Bonas Hof zu begeben, um dort ja noch. Du sollst doch nicht. Ich möchte auch mal was killen. So, fertig aus. Also Bonas Dorf begeben und zu gucken. Ja, wir wissen das ja natürlich. Da sind nämlich noch irgendwie in der Nähe noch mehr Flüchtlinge. Also, bis dann. Dandolo, schau mal da. Wir sind hier im Tal der Snapper. Meinst du, die kriegen wir irgendwie? Ich versuch's mal. Komm, komm. Nee. Bin ich zu doof für. Na, gehen wir mal weiter runter. Vielleicht schaffen wir sie ja. Boah, die sehen ja aber nach Raptoren hier. Okay. Sollte zu schaffen sein. Jawohl. Klasse. Die hatte ich nämlich bei meiner ersten Folge auf Korinnes oder in den ersten Folgen auf der Insel Korinnes ja gar nicht
gepackt oder gesehen oder gemacht. So. Ach, ich finde, ich sollte mal eine Runde beten. Ne? Also hier gibt es ja... Oh, Goblin. Skelett erschaffen. Innerstatue. Ich bete an Innos und spende großzügige 100 Goldstücke und er schenkt mir 100 Schatterke. Das ist doch gut. Bei den Stärken bin ich noch nicht so toll. Immer 58 hier in dieser Version. Und gehen wir mal hier hin zurück. Und wenn ich mich recht entsinne, werden wir mal kurz wieder mal einen Hopser machen. Einen Pausenhopser zu wichtigen Dingen. Wichtige Dinge, sage ich gerade. Schaut einmal, wie süß. Näschen. Ach, ist das schnuckelig. Wir hatten das modelliert. Ach, und das ist auch so ein Zwerghase. Also, naja, ich weiß nicht, soll ich den killen? Nee, ich lasse ne. Ach, ist das süß. Ein Häschen. Komm, dann Dolo, das Häschen lassen wir. Da hinten sind ja noch mehr Häschen. Und was haben wir denn hier? Eine Zirpennessel. Köcher mit 30 Giftpfeilen. Ja, wie cool ist das denn? Dann noch ein Jagdbogen. Und nochmal 20 Giftpfeilen. Also, Hallöchen, hier ist ja der Hasenhügel. Der Hasenhügel. Kann man die ansprechen? Nee, schade. Sehr schön. Diese Häschen. Okay. Boah, wenn man hier an diese Stelle kommt, wo hier alles Mögliche am Rumbrennen ist. Ich habe hier schon jede Menge Zeug gelootet. Also Waffen und ein bisschen Kräuterches und solche Geschichten. Das lohnt sich richtig. Vielleicht sollte ich auch mal in meinem Inventar gucken, ob ich da nicht irgendwie noch was übersehen habe. Ja, okay, jetzt habe ich eigentlich so gut wie das Areal hier gelootet, weil hier gibt es nämlich noch irgendwie so einen Höhleneingang. Oh, ich weiß noch nicht, was da jetzt drin ist. Aber schaut mal, ich habe Lim nicht. Das hat jetzt aber nichts mit dem Flecken hier zu tun, nämlich nur 2 Elixier der Geschicklichkeit. Trinken wir das mal. Und noch ein Geschicklichkeitsbonus. Das ist ein Trank der Geschwindigkeit und ich habe hier noch dampfende Fleischsuppe. Stärkebonus. Ja, wunderbar. Und noch ein Stärkebonus. Das ist lecker. Ja, so sieht's doch aus, liebe Leute. Dann kommen wir auch gleich hier auf 61 Stärke. Jetzt muss ich mal gucken, kann ich irgendeine bessere Waffe anziehen? Beziehungsweise ich hatte ja noch eine bessere Armbrust. Ja, 100 Stärke. 60 Schaden macht. Ja gut, okay. Schauen wir mal, was da drin ist. Ach, da steht ein Heinz drin. Oder so ein Horst. Ach ja, und eine Winde. Was ist das für ein Heinz? Hallo Heinz. Nee, Till. Ach, das ist Till. Ach, das ist der Rotzbengel Till hier. Guck doch mal Rotzbengel Till an hier. Der steht hier dumm rum. Hallo. Was machst du hier? Das geht dich nichts an. Lass mich in Ruhe. Na schön, wie du willst. Aha. Hat der irgendwie wie eine Frau gesprochen, der Till? Bist du für einer? Nee. Lass mir erstmal sein Zeug da. Guck mal, was gibt's denn hier? Ist denn hier was Wichtiges noch? Nope. Bis hier in der Ecke nicht. Oh, er war sehr aufmerksam hier am Gucken, der Till. Was haben wir denn hier? Kann das sein, dass wir hier gucken? Aha. Hier, weißt du was, Andolo? Ich mach mal hier die Binde Womit auf. Denn? Oh. Womit denn? Da fehlt mir ein Gegenstand. Was brauche ich denn hier für ein Brecheisen oder sowas? Ja gut, okay, dann nicht. Und tschüss. Ein kleiner Seitensprung noch hier an dieser Stelle. Hier befindet sich auch noch einen Schattenläufer dahin. Und hier noch so ein Steinkreis. Wer wissen möchte, wo es ist. Achtung, Spoiler. Der befindet sich hier. Okay. Ach, hier haben wir noch ein paar lustige Geschichten rumzufetzen. Oh Mann. Ja, okay. Dann nicht. Hören wir mal hier auf dem Steinkreis nach, ob es hier was Lustiges gibt. Einige wichtige Geschichten außer Feuerkraut und
Gibt's hier Schalter dran? Tatsache, es gibt einen Schalter dran. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Schalter. Der ist jetzt an. So. War hier. Nee, ist kein Schalter. Überall diese schönen Kräuterchen hier. Gibt's hier einen Schalter? Außer Schnäbergraut. Nein, auch nicht. Mein Gott, Walter, gibt's hier keinen Schalter? Hier ist noch ein Schalter. Okay, hat sich auch nichts getan. Oh, vielleicht hat sich eine Feuerwurzel gespawnt. Ehrlich, sein können hätte. Sein können. So, auf zum nächsten. Auf zur nächsten Säule. Stonehenge, Penchi, Denchi. Nee, auch nicht. So. Gucken. Schalter, noch ein Schalter. Sandolo, guck mal. Ich drücke jetzt nochmal einen Schalter. Aber hat sich noch nichts getan. Ah, keine Schalter weit und breit. Füße am Heilkraut. Heilkräuter am Fuß von Dandolo. Ja gut, okay, bleib doch mal. Oh, ja, da siehst du, da ist nämlich noch ein Schalter. Dandolo, komm mal wieder hoch. Ja, danke dir. So, pass auf, jetzt könnte gleich was passieren, Dandolo. Da habe ich keinen Bock drauf, dass du nicht da bist. Alter. Und jetzt? Immer noch nix. Warten, bis etwas passiert. Oh, so ein Snapperkraut hier. So, das müsste es eigentlich gewesen sein an Schaltern, ne? Oder habe ich einen vergessen? Oh, der rückt mir auf die Pelle, dieser Dandolo. Nö. Hier tut sich nichts. Ja, wahrscheinlich später. Bis später, sage ich mal. Ja, durch diesen netten Save-Game, den mir der Arkan geschickt hat, bin ich doch so weit drauf, dass wir, Dandolo und ich, den Schattenläufer hier ganz smooth killen können. Na komm, wunderbar. Gut, okay, ich habe ein bisschen was einstecken müssen, aber dafür ging das halt eben. Yep, trinken wir mal eine Runde. Oh, sollte erstmal reichen. Ja, und an der Stelle darf ich nochmal speichern. Ja, und da wollte ich auch mal noch an Vino Veritas was sagen. Also Vino Veritas, der mir freundlicherweise auch viele Kommentare in meinem Kanal schreibt, sollte doch den Renderer ausschalten. Das ist aber nicht Sinn und Zweck meines Spiels, sondern ich möchte doch ganz gerne Odyssey im Auftrag des Königs in was schwarze Wölfe. Ach du liebes bisschen. Ganz gerne halt eben. Hallo? Der macht die alle alleine platt. Ich wollte doch auch mal was machen. Ja, ich war hier gerade eben mit Labern beschäftigt. Super, klasse. Was gibt's denn da Neues? Okay, ganz normale Wolfsfälle. Aber wie schon gesagt, ich wollte es ganz gerne in dieser grafischen Auflösung zeigen. Und das ist also dann auch halt eben Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und ich habe jetzt auch meine Abstürze verhindern können, weil ich dummerweise den 4G-Patch ganz woanders installiert hatte. Da war das hier nicht aufgeführt, da habe ich nochmal genauer nachgeguckt. Also mit 4G-Patch, toi, 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 Klopf auf Holz, auf meinem Kopf oder auf meinem Tischblatt hier, habe ich noch keine Out-of-Memory-Geschichten bekommen. Also, in diesem Sinne, bis später. Wegelagerer! Dandolo, da hinten sind Wegelagerer. Guck! Wo befinden wir uns überhaupt eigentlich? Ah ja, wir sind schon ein bisschen näher an Onas Hof gekommen, jetzt rechts unten ist. Oh mein Gott, was machen wir mit den Wegelagern? Wollen wir die irgendwie doch noch irgendwie schaffen müssen können? Komm, schauen wir mal. Werden wir doch bestimmt irgendwie hier anlocken können, die Höhle. Genau, richtig. Stirb, du dreckiger Bandit. Genau, du Banditos. Jawohl. Das hat er verdient. Sehe ich auch so. Ich hole mir auch was. Da geh du mal an den leeren Heinz dran. Ich gehe noch an den vollen Heinz dran. Der Penne hat da nicht mehr Gold dabei. Die Waffe nehme ich mal besser mit. Ja, okay, von mir aus kannst du die Waffe hier ruhig nehmen. Ich trinke derweil ein. Ich schätze mal, hier sind noch mehr Wegelagerer. Weil ich nämlich aus der Ferne nämlich ein Feuer gesehen habe, da hinten.
Aber ja, garantiert ganz viele. Ach, dann Dolo, bitte mal noch mal kurz auf Kampfverhalten defensiv stellen. Und jetzt gucken wir mal. Wann würden die... Oh, da kommen wir jetzt viel auf. Jetzt mache ich dich fertig. Oh ja, ich pflück eine Pflanze. Viel Spaß dann, Dolo. Oh, das sind aber viele. Die schaffe ich nicht. Aber ist da noch ein Ork dabei? Oder was ist hier los? Nee, das sind alles nur Wegelagerer. Oh, weia. Dann Dolo? Ja, schau mal. Jetzt mache ich dich fertig. Mach mal. Wiederweil irgendwie ein bisschen Blümchen pflücken. Und einen Bolzen aufsammeln. Übrigens kommt da einer auf mich zu, ne? Oh, da kommen ja mehr auf mich zu. Hilfe. Okay. Wo ist denn dein Dolo? Okay, dein Dolo lebt noch. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Ja, ja. Wieso macht dein Dolo nichts mehr? Ah, so ist das. Okay. Ja, das hat er verdient. Haben wir sie jetzt? Das sieht gut aus, Tandolo. Au! Die Waffe nehme ich mal besser mit. Ja, das sind noch ganz viele Wegelagerer. Da fällt mir doch ein, ich könnte doch mal eine Massenvernichtungswaffe nehmen. Eventuell mal den großen Feuersturm. Auf 6 definiert. Jawohl, jetzt gucke ich mal. Oh, ein großer Gregor. Okay. Nachher mache ich sie kaputt und Gregor hat eine Waffe, Aufgabe für mich. Los, mach was, jetzt mach was. Jetzt mache ich dich fertig. Hat das was jetzt gebracht? Ich weiß nicht, hat das jetzt was gebracht? Da sind noch People auf mich. Ja, das hat er verdient. Bleib stehen, du Lump! Dolo, da sind noch Peoples. Der Penner hat da nicht mehr Gold dabei. Ich mach die Waffe nehme ich mal besser mit. Ja, dann mach mal. Ach. Oh, weia! Will man was essen? Oh, da hinten ist noch einer mit einer Flitzebogen. Ein Flitzebogen. Ach, ich bin auch eine Nulpe hier. Oh nein! Ich wollte doch eigentlich mehr was anderes machen hier. Okay, da ist dein Dolo. Ich brauche mal deine Hilfe. Bleib doch nicht stehen. Ja, das hat er verdient. Bleib der Roland einfach so stehen. Wenn ich jetzt in Ruhe was trinken hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Ich mal hier so einen fetten Trank nehmen. Ja, dann Dolo. Dann gucken wir mal, was wir hier noch auflesen können. Ah, toll, du hast das ganze Gold von den Wegelagerern genommen. Du bist mir ein Heinz. Du bist da ist mir nicht ein zu holen. Freund, ey. Nicht das zu holen. Das waren ja die ersten beiden. Okay. Gucken wir mal. Ach, da sind ja die anderen Wegelagerches. Noch ein. Aufpassen machen. Ja, du hast das ganze Gold geklaut. Dandolo. Nicht schön. Aber da ist noch einer. Und das ist der Gregor. Okay. Da würde ich mal sagen. Gucken wir mal. Der Gregor. Ja. Oh. Jetzt einen Flitzebogen gezogen. Der Gregor. Dann noch hinterher? Weiß jetzt nicht. Wollen wir abhauen, Gregor? Hätte ich beinahe gesagt. Dandolo, ich glaube, wir hauen mal besser ab, ne? Komm. Dandolo, ich habe es mir doch anders überlegt. Pass mal auf, wir machen Folgendes. Erstmal werde ich ein bisschen was mampfen. Ah, so ein bisschen Fleisch könnte ich mal wieder vertragen. Nicht wahr? Und dann muss ich mein Mana auffüllen. Ja, das ist gut. Und dann gucken wir mal eben, ob man... Ach, etwas weit entfernt, das haben wir Untote vernichten. Nehmen wir mal hier Feuerball, das ist die 7. Und pass mal auf. Ich werde mich jetzt hier vorne ranschleichen.
Ja. Schon dunkel. Deswegen machen wir mal hier ein Feuerchen. So, ich verwirre einen Wegelagerer. Ich habe besser gesagt den Gregor. Jawohl, jetzt sind die aber am Rumschießen hier, beziehungsweise hier mit Pfeil und Bogen. Das hört man ja auch. Aber sieht man leider nicht viel. Ich verwirre mal und du gehst doch mal bitte schön dahin. Ja, ich bleib aber nicht stehen. Ich tanze erstmal um den Dandolo rum, der leider immer noch defensives Kampfverhalten hat. Das ist jetzt doof. Was mache ich denn jetzt? Ich darf bloß nicht stehen bleiben. So, pass auf. Dandolo. Waffe wegstecken. Kampfverhalten. Defensive. So. Ich hoffe, dass das jetzt klappt. Wo sind die blöden Wegelagereien? Mal wieder anlocken. Ah ja. Dandolo, mach was. Ich bin schon getroffen worden. Bleib stehen, du Lump. Ja, das hat er verdient. Das ist gut gelaufen. Hast du einen gekillt oder was? Ist denn noch einer über? Meine Waffe ziehen hier. Ja, da ist noch einer über. Dandolo, da ist noch einer über. Den hast du vergessen. Oh. Trinken. Mein Gott, alles zur gleichen Zeit machen, das ist auch nicht so richtig. Dann werde ich doch nochmal hier auf den Weg gelangen. Das fängt noch an zu regnen, Dandolo, da Mist. Pass mal auf, dann machen wir Folgendes. Werde ich doch nochmal hier versuchen, den Wegelager. Jetzt bist du dran. Ja, könnte klappen. Hat geklappt. Oh Leute, schade, dass ihr das hier alles bei diesem Regen nicht sehen konntet. Jetzt werde ich aber ein bisschen hier für Flutlicht sorgen. Hoffe ich doch jedenfalls, und zwar mit einer gescheiten Fackel. Oh, so. Mann. Wen haben wir denn hier? Ach, hier haben wir noch einen. Jetzt mal gucken, was es hier alles so gibt. Da ist nicht zu holen. Sind die anderen. Da ist nicht zu holen. Okay. Na, dann gehen wir dann nochmal hin und gucken mal, ob wir eine Heilpflanze finden. Quatsch. Heilpflanze. So, dann haben wir hier diesen Wegelagerer mal. Ui, was hat denn der für schöne Sachen gehabt? Mal gucken, ob wir was Besseres gefunden haben. Irgendwo ja auch der Gregor. Hier, eine Milizarmbrust. Hallöchen. Gregor, was hat er denn alles Lustiges? Da seht ihr einen Torschlüssel zum Banditentor. So muss das sein. Oh. Und hier gibt es wieder jede Menge Zeug. Das werde ich jetzt mal looten. Da war ja Zeug dabei. Mal gucken, ob ich das zeigen kann. Und zwar war dabei irgendwas mit Inquisitor. Nee. Alle Fälle hier mal ein richtig schönes Holzschild, dann eine Orksche Milizarmbrust habe ich gesehen, aber die ist auch nicht besser. Aber dann habe ich noch ein Getränk zu versuchen gekriegt, und zwar Kargons Spezialbier. Wo ist denn das? Da war da nämlich so eine lustige Bierflasche, das dürfte die hier sein. Genau, Koragons Spezialbier. Lebensenergie Bonus 3, Mana Bonus 1, Kargons Spezialbier. Hört sich interessant an. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo es hier weitergeht, Dandolo. Wo guckst denn du hin, sag mal? Hey. Naja. Was passiert? Der ist so dunkel hier. Oh, jede Menge Kräuterchen und Blaufliegen. Richtig, das war hier so ein Plateau, glaube ich. Hier müssen wir echt aufpassen, Dandolo, damit wir hier nicht von der Klippe rutschen. Und es hört auf zu regnen. Wie cool ist das denn? Kriegen wir irgendwie schon was Besseres zu sehen? Nein, kriegen wir nicht. Nur Heilpflanzen und Blauflieder. Ach, die haben ja auch kein Lager oder sowas hier in der Art, ne? Aufpassen. Hier der Rand. Hier ist ein Rand. Ja, okay, das ist ja der Hof. Da hinten ist auch noch ein Lagerfeuerchen. Und noch ein Lagerfeuerchen. Heißt das noch mehr Wegelager oder was?
Ich jetzt hier doppelt und dreifach oder wie oder was? Oh, fällt nicht richtig. Sehr gut. Kommen wir denn da hin? Kommen wir nicht so einfach hin, Dandolo? Das sieht aus wie eine Sackgasse hier. Ja, irgendwo führt doch ein Weg lang. Wir müssen warten, bis hell ist, Dandolo. Leider. Und hier gibt es leider keine Schlafmöglichkeit. Können wir nur warten. Ja. Und ich bedanke mich auch für euer Zusehen. Und ich warte dann, bis es ein bisschen heller ist, damit ich mir mit Dandolo ein bisschen weiterkomme. Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und ich sage tschüss.